Ne, ich habe gerade Bier gekauft. Jetzt kann ich endlich erstes Bier trinken. Ich wollte anfangs drei Sechserträger kaufen, aber die hatten nur einen Sechserträger und deswegen habe ich dann 10 dazu genommen. Also sprich, ich habe 16 Bier gekauft. Mal gucken, bis wann das reicht. Aber jetzt wird erstes Bier trinken weiterzugelaufen. Ne, meine Billigalternative zum Pilgerwagen, diese unter 50-Euro-Alternative, die lässt sich zwar auf jeden Fall besser schieben als meine billige Rolltasche, die ich damals für 15 Euro bei Kaufland gekauft habe. Aber diese Scheißtasche, die ist noch nicht sicher genug befestigt und rutscht die ganze Zeit so runter und dann kippt dieser Dings immer um. Das ist voll scheiße und dreckig. Der muss viel besser befestigt werden. Nee, ich habe diese Scheißtasche mit diesem roten Band, den ich letztes Jahr gekauft habe. Den habe ich dabei gehabt. Ein bisschen gesichert. Und prüfen, ob das jetzt besser klappt, dass der nicht hin und zurück rutscht, sodass diese Tasche immer umfällt. Sonst muss ich mir irgendwas anderes doch einfallen. Mal gucken. Aber erstmal provisorisch so gemacht. So, ich habe schon wieder mein Shirt ausgezogen, weil, damit mehr D3 Schepperung kommt. Weil das ist voll cool, wenn D3 scheppert. Und darauf erst mal ein zweites Bier trinken. Also hier Scheißmüll entsorgen. Bin gerade erst bei 4 km. Das heißt, ich muss doch ganz viel laufen. Das finde ich voll cool. Endlich wieder laufen. Hä? Ich habe meine verschmierte mit Vaginalkariesreste bekleckerten und mit Analpocken eiter ausgespritzten Scheißmusik, die ich gerne höre, angemacht. Und darauf werde ich schon wieder ein Bier trinken. Nee, weil diese verschmierte Scheißtasche immer noch zu sehr gewackelt hat, habe ich dieses rote Band ein bisschen anders strukturiert, diese Befestigung. Und zwar nicht über diesen Schlaufen, sondern darunter, damit sich das besser halten tut. Weil ich glaube, das fühlt sich dann sicherer an. So, gleich erstmal wieder Bier trinken. Ich habe hier meine Spritflasche. Wo Leitungswasser drin ist, um Wassergeld zu sparen. Hier hingelegt, damit ich viel einfacher mein Bier aufmachen kann. Und darauf erstmal ein Bier trinken. So, scheiß Wasserflasche wieder rein. Und jetzt weiter zu gelaufen. Hier, voll Fettraupe. Oder keine Ahnung, was das wird. Schmetterling oder Motte oder Fledermaus oder Vogel. Erstmal ein Bier trinken. Ne, ich bin jetzt gerade hier, wie heißt das nochmal? Bei 12 km oder so. Und jetzt versuche ich nach Richtung Fischerhude zu gehen. Und dann über Ortersberg nach Sortrum. Und gleich werde ich erstmal wieder Bier trinken. Erstmal schon wieder Bier trinken. Unglaublich, wie viele Leute heute Fahrrad fahren hier bei diesem voll cool Wetter. Das finde ich voll cool. Oh, ich bin vielleicht ungefähr eine halbe Stunde Fußweg bis Fischbeck entfernt. Und da laufe ich jetzt lang, weil durch Fischbeck geht dann nach Ottersberg. Und wenn ich bei Ottersberg angekommen bin, dann dauert es nicht mehr lange, bis ich bei Sortrum angekommen bin. Aber vielleicht schaffe ich das heute noch, dort einen Döner zu fressen. Zu probieren bei Berlin-Döner. Ah ja, diese Scheiße, dieser Rotband, was ich hier dran gemacht habe, das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Das hält auf jeden Fall viel besser als ohne diesen Rotband. Oh Scheiße, ich habe gerade dieses Bier aufgemacht und ich habe vergessen gehabt, das zu filmen und euch das zu zeigen, dass ich dieses Bier aufgemacht habe. Das wollte ich euch nur Bescheid gesagt haben, damit ihr Bescheid wisst, dass ich schon wieder ein Bier aufgemacht habe. Endlich wieder Bier trinken. Ne, weil ich Fischerhude gefunden habe, werde ich erstmal Bierpower machen. Und darauf, dass ich bei Fischerhude Bierpower gemacht habe, erstmal Bier trinken. Ne, ich bin bei 17,4 km bei Fischerhude. Und jetzt laufe ich nach Richtung hier Ottersberg. Und darauf erstmal ein Bier trinken.
Nee, hier, dieses Scheißschild, da steht. Hier da vorne, auf diesem Scheißschild. Da steht Urtersberg 4,3 km. Und da gehe ich jetzt hin. Nee, weil dieses Wetter voll cool ist. Und die D3 Shepherd. glaube ich, kommt langsam Brand. Das ist voll cool. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich euch verfügt mitgenommen habt, habe ich jetzt hier Sonnencreme dabei. Und das werde ich mir selber jetzt gerade auftragen. Weil langsam hier Stich kommt zu meiner Haut. Merke ich langsam. Deswegen mache ich das jetzt. So, und darauf, dass ich mich gerade eingecremt habe, werde ich erstmal ein Bier trinken. Oh Scheiße. Ich wollte nach Urtersberg, eine Ortschaft vor Sottrum. Und ich wollte nicht in diese Landstraße durchlaufen, diese Bundesstraße, wo ganz viele Autos durchfahren. Und deswegen dachte ich, dass ich in so einen Feldweg reinbiege. Aber dann nach der Einbiegung des Feldweges ist mir aufgefallen, dass es in eine ganz andere Richtung reinführt. Und deswegen bin ich diesen ganzen Weg umsonst gelaufen. Und jetzt darf ich wieder zurück zur Bundesstraße, also nach da ganz hinten hin, um dann darüber zu gehen und dann unter den ganz nervigen Fahrzeugen zu Urtersberg zu gelangen. Ich bin gerade von da vorne von dieser verschissenen Drecksbrücke hergekommen. Und diese scheiß Brücke, die über so eine Bahn rüberfährt, die ist voll lang. Und ich bin die ganze Zeit umsonst lang gelaufen. Ich muss die ganze Brücke wieder zurücklaufen. Weil Urtersberg und nach Richtung Sottrum die entgegengesetzte Richtung geht. Deswegen muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. auf nach Urtersberg. Nee, da vorne sind Rehe. Hier, erste Zuschauer, die mich erkannt haben. auf der bloßen Straße. stellt euch mal vor. Ich bin's, Claudia. Und das ist mein Mann, Jürgen. Ja. Perfekt. Erstmal darauf schon wieder ein Bier trinken. Okay. da vorne gekurbt Dämmerung. Und deswegen, weil hier immer mehr Dunkle kommt, werde ich dann irgendwo hier, keine Ahnung, wohin mit mir. Ich werde dann irgendwo da ganz hinten oder so, so einen scheiß dreckigen Zeltplatz suchen. Vielleicht lege ich mich irgendwo zwischen irgendwelchen Nacktschnecken oder sowas hin. Das werde ich voll cool finden, wenn die so richtig nackt werden. Ich werde jetzt nach diese Richtung dahin laufen. Oh Scheiße, ich habe mich doch umentschieden. Ich gehe doch Richtung Dorf, um zu prüfen, ob die hier irgendwie einen Laden offen hat, damit ich neues Bier kaufen kann. Nee, ich habe diesen verschmierten, ranzigen Rewe gefunden. Jetzt kann ich endlich Bier für heute und morgen noch holen. Da werde ich erstmal, keine Ahnung, ich glaube 2 Sechser oder so erstmal kaufen. Nee, ich habe jetzt gerade 2 Sechser Hemeliga gekauft. Weil hier haben sie kein Wickeler oder sowas. Und meine Lieblingsalternative. Deswegen habe ich hier dieses Hemeliga gekauft. Und das hier, das habe ich mir spontan auch mitgekauft. Damit ich das später fressen kann. Und das werde ich jetzt mühevoll einpacken. Ne, ich war gerade bei diesem Rewe drin. Und da war so eine richtige fäkalhafte Schlange gewesen. Bevor ich meine Ware endlich einkaufen konnte. Aber vorhin beim Vorbeigehen, da ist mir ein Dönerladen aufgefallen. Ich hoffe, der hat noch offen, nach dieser ganzen Warterei. Aber auf jeden Fall vorhin, wo ich hier lang gelaufen bin, da stand offen drauf. Und falls er offen haben sollte, dann werde ich da gleich Döner fressen. Bevor ich mich auf der Suche nach einem geeigneten Wildcamp-Zeltplatz finden sollte. Nee, ich wollte gerade einen Dönermann finden, aber hier ist gerade keiner geöffnet und deswegen habe ich mir alternativ hier bei dieser Pizza, der geöffnet hat, einen Thunfisch-Pizza gefressen. Damit ihr Bescheid wisst, dass ich gerade gefressen habe. Und jetzt werde ich mich hier von dieser Ortschaft, ich glaube, ich bin bei Urtersberg oder wie das heißt, entfernen. Und wenn ich mich von dieser Ortschaft entfernt habe, dann werde ich irgendwo im Wald oder Wiese pennen. Ne, weil langsam kalt kommt, werde ich erstmal meinen Pullover anziehen. Und wisst ihr, wo man meinen Pullover von meinem Rucksack finden kann?
ohne dass ich das da oben hier rumwühlen muss. Ich habe hier einen Unterausscheidungsgang zu meinem Rucksack rein. Man kann das hier öffnen und dann kann man diesen verdreckten Reißverschluss aufmachen. Und genau hier unten habe ich hier meine Edeka-Tüte hingelegt, wo meine ganzen Klamotten drin sind. Und dann kann ich hier ganz einfach so mein Pullover rausholen. Das ist viel schlauer, anstatt oben zu wühlen. Und jetzt, wo ich hier meinen verdreckten Pullover anhabe, kann ich hier mein Tücher, sei ruhig, kann ich hier das hier ausmachen. Und dann diesen Rucksack wieder zuschließen. So, fertig. Jetzt kann ich meinen verdreckten Pullover anziehen. Und hier in dieser Tasche habe ich auch noch mehr Klamotten drin. Noch zwei weitere Pullovers und Unterwäsche. Bevor ich hier aus Ottershausen oder Berg oder wie das heißt, oder Ottersdorf, weiß ich nicht wie das heißt, habe ich den Namen vergessen. Bevor ich hier aus diesem Dorf hier raus ausscheiden tue und mir so einen Wildzeltplatz suchen werde, werde ich erstmal ein Bier trinken. Weil ich habe viel zu lange kein Bier mehr getrunken. Deswegen mache ich das jetzt. Lieber spät als nie. Guck mal, wie dunkel das hier da hinten geworden ist. Jetzt hier in diesem dunklen versuche ich hier von dieser Hauptstraße oder Bundesstraße oder was das ist, hier wegzukommen, in irgendeinen Wald rein oder sowas. Nee, ich bin in Stukenburstel. Der ist voll fett. der hier ist gerade hier abgestürzt. Das ist voll cool, ich mag das. Und jetzt fliegt er rum. Boah, der ist mir voll gerade in die Fresse geflogen. Und darauf, dass dieser voll fett Insekt mir in die Fresse geflogen ist, werde ich erstmal ein Bier trinken. Und jetzt weiter zu gelaufen. Nee, ich bin hier in 2 km bin ich in Sottrum. Also da, wo Gurkensohn wohnt. Ich bin hier laut Komoot bin ich bei 36,8 km, also fast 37 km. Und ich bin noch nicht schwach genug, um pennen zu gehen oder so. Und überhaupt nicht zu müde oder so. Ich könnte locker noch 20 weitere Kilometer laufen. Und das kostet mich voll an, weil ich gerade weniger wie 2 Kilometer vor Sottrum stehe. Und deswegen bin ich total gezwungen, jetzt irgendwo einen Waldweg zu finden, wo ich schlafen kann. Und dann am nächsten Tag werde ich dann irgendwann zu diesem Dönerladen hingelaufen, um hier von Gurkensohn empfohlener Dönerladen innerhalb seiner Umgebung auszuprobieren. Gucken, ob der genauso gut mithalten kann wie der Dönerladen von Soltau, den ich auch richtig geil finde. Von meiner Heimatortschaft Soltau. Aber ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe da vorne Augen von irgendwelchen Tieren. Da vorne im Feld. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich sehe da vorne voll cool Augen. Ich weiß nicht, was das für ein Tier ist. Vielleicht ein Fuchs oder sowas. Keine Ahnung. Da ganz hinten, da Straßenschild Sottrum. Sehe ich von hier gerade. Und hier vorne ist ein Scheißweg. Da führt der ganz hinten in diese Dunkelheit rein. Das finde ich voll cool. Vielleicht finde ich da hinten irgendwie Wald oder sowas, wo ich mein Wurfzelt mal aufschlagen kann. Deswegen gehe ich das da hinten lang, weil da hinten ist nichts oder so. Hier sind zwei Richtungen und da ganz hinten ist eine Behausung. Und deswegen laufe ich da nicht lang. Und deswegen laufe ich da ganz hinten noch viel tiefer in Feld und Wald und sowas rein. Ich freue mich auf gleich. Ne, ich glaube, ich werde hier drunter zelten. Und erstmal Wurfzelt auspacken. Oder wie sich das nennt.
Und schöne Grüße an dich, Claudia, dass du die erste Zuschauerin bist, die mich plötzlich aus Zufall wiedererkannt hat. Das finde ich voll cool, ich mag das. Hier, wie heißt das nochmal? Mein Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufbauen. Und das sieht so aus. Hier, diese Scheißleide ziehen und dann hochwerfen. Das sieht dann so aus. So, fertig ist mein Scheißzelt. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Zelt aufgebaut. Yeah! Darauf werde ich gleich erstmal so richtig ein Bier trinken. So, erstmal jetzt gleich diese Scheißsachen da reinpacken. Ne? Ich habe mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. Und ich habe hier meine verschissene Kopflampe hier gehängt. Damit ich was sehen kann und so. Und deswegen, weil ich was sehen kann, werde ich erstmal hier meine verdreckte Isomatte hier aufbauen. Ne, diese scheiß Luftmatratze, also diese Isomatte, mit wo Luft reinkommt. mit der Fresse aufblasen, damit da mehr Luft reinkommt. Mal gucken, wie viel lang das dauert. Ne. Ich habe diese Matte hier ein bisschen aufgeblasen mit der Fräse. Und das liegt sich eigentlich voll angenehm gerade. Obwohl ich das lange gebraucht habe, keine Ahnung, 2-3 Minuten und dann war fertig. Aber jetzt mal einen verdreckten Kopfkissen voll aufzublasen, aber ich keinen Bock drauf. Dann nehme ich mal eine Einkaufstüte als Kopfkissen. Hier in dieser Edeka-Tüte, da sind ein paar Klamotten von mir drin. So, mal gucken, wie lange ich noch wach bleibe. Vielleicht chill ich hier nur so ein bisschen rum oder so und trink noch ein Bierchen zwischendurch. Ach ja, ich bin hier bei 39,7 km gelaufen, gekommen heute. Und hier an dieser Waldecke, in der Nähe von diesen Gleisen, wo hier ganz viele Züge langfahren und was ich jetzt gerade ganz viel höre, genau hier penne ich gerade. Und hier vorne ist Sortrum. Das heißt, wenn ich dann morgen aufstehe, dann werde ich bei Sortrum hier Döner fressen. Hier diesen Döner, da wo Gurken so ganz oft hingeht. Den werde ich dann fressen und probieren, ob der gut schmeckt. Dieser Berlin-Döner. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und danach, wenn ich den gefressen habe, werde ich dann wieder nach Richtung nach Hause laufen. Morgen sollte auch voll cool Wetter sein, also von den Temperaturen her zumindest. Hier, erstmal so ein Tender fressen, bevor ich diese Schrottscheiße hier mache. Anmache mit Feuer und so. Ich bin jetzt am Feuerzeug suchen. Aber darauf erstmal einen Tender fressen. Ja, scheiße, jetzt ist so ein Schokoladending. Ja, dieser Schokoladending ist hier runtergefallen. Nicht, dass der schmiert oder so. Der muss erstmal in die Fresse rein. Oh, dieser Tender habe ich schon lange nicht mehr gefressen. Deswegen finde ich den Geschmack voll cool gerade. Ne? Ich habe zwar auch einen Feuerstahl dabei. Aber ich wüsste jetzt keinen Grund, irgendwie Feuer zu machen. Und deswegen habe ich hier ja diese Kerzen. Ich glaube, ich mache davon 2 Stück an oder so. Zum Rumpennen und sowas. Und deswegen habe ich dieses Feuerzeug hier mitgenommen. Um das hier anzumachen. So, hier. Nummer 1 fertig an. Ja. Und jetzt Nummer 2 anmachen. So schlafe ich dann. Mit diesen 2 Leuchten. Ich habe hier noch eine dritte, aber die habe ich jetzt als Ersatz da. Mache dann später dieses Licht hier aus. Und dann penne ich mit den beiden einfach so rum. Und das wäre dann hier mein Zelten. Ne. Hier sind voll viele, voll fette Fliegen und sowas. Immer ein Zelt drin. Die fliegen hier so rum und so. Ich glaube, ich werde darauf gleich ein Bier trinken, weil hier diese ganzen voll Fettfliegen hier rumfliegen. Und darauf erstmal hier ein letztes Gute-Nacht-Bier trinken.
Oh, scheiße, nicht erwischt. jetzt ist gute Nachtbier geöffnet. Jetzt kann ich gute Nachtbier endlich trinken. Ja, jetzt hier entspannt dieses gute Nachtbier trinken. Und dann ein paar Stunden schlafen, hier rumzelten und oder vielleicht ausschlafen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie lange ich schlafe. Ich bin sehr gespannt drauf. Also gut, dann bis morgen. Morgen könnt ihr wieder Natururin schauen. Gute Nacht bis morgen. Ne, guten Morgen. Es ist 20:07 und ich habe voll cool geschlafen. Und hört ihr dieses Geräusch? Das ist ein Reh, der bellt rum und so. Der hat mich wach gemacht. Das ist voll cool. So welchen Waldtönen aufgeweckt zu werden. Eieiei. Vielleicht sieht man diesen Reh gleich. Und darauf hier erstmal ein Bier trinken. Das ist noch dieser Rest von gestern. Dieses Bier. Ne, da hinten. Seht ihr den? Die beiden haben mich wach gemacht. Die haben diese Geräusche gemacht. So, jetzt dieser verschissene Zelt abbauen. Und hier liegt Müll rum. Hier Plastikmüll, also besonders Plastikmüll. Der muss immer mitgenommen werden, deswegen vermülle ich dann irgendwie, keine Ahnung, packe ich den Müll hier rein oder so. Und jetzt Zelt abbauen. Ich habe diesen Wurfzelt zusammengebaut. Abgebaut. Dafür, dass ich jetzt alles abgebaut und eingepackt habe, werde ich erstmal ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ach ja, und die letzte ganze Stunde, ich glaube die letzten 2 Stunden, habe ich mich die ganze Zeit hier entspannt hingepflanzt, hier und habe da vorne diese Bäume angeguckt. Weil wenn man in einer Stadt wohnt, dann ist sowas auf jeden Fall echt schön, mal wieder da zu sein, auf dem Land, um Bäume anzugucken. Ich bin ja früher in Dörfern aufgewachsen und das fehlt mir auf jeden Fall ziemlich oft, weil ich in der Stadt wohne jetzt. Naja, aber darauf erstmal Bier trinken. Und ich werde mit diesen ganzen Sachen hier nach, keine Ahnung, weil das so früh ist und ich so nah an Sottrum dran bin, glaube ich, werde ich in Umwege vor nach Sottrum laufen. Und dann, keine Ahnung, irgendwann heute Mittag oder so, hier diese Döner probieren und dann wieder nach Hause laufen. Zurück, also diese Richtung zumindest. Mal gucken, ob ich das schaffe, heute nach Hause zu laufen. Mal gucken. Aber jetzt werde ich erstmal in Umwege vor nach Sottrum laufen. Ne. ich bin doch in Sottrum irgendwie angekommen, nachdem ich so einen Feldweg überquert habe. Und jetzt bin ich hier auf so einem Spielplatz, hier in Sottrum. Ich glaube, ich mache Folgendes. Ich glaube, ich werde ein bisschen die Ortschaft erkunden, Bier trinkend, bevor ich dann diesen Döner ausprobieren werde. Naja, ich befinde mich hier auf dieser Bank. darauf, dass ich mich hier auf dieser Bank befinde, werde ich schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ach ja, diese Kühltasche. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich mich dazu zufrieden geben kann, aber ich glaube, das ist halt so. Dieses Bier ist etwas kühler als lauwarm oder wie das heißt. Deswegen
glaube ich, hat das funktioniert, dass ich angekühltes Bier trinken kann. Aber ich glaube, das hätte einen viel größeren Effekt, wenn ich hier echte Eiswürfel da reingepackt hätte. Ich glaube, das mache ich mal irgendwann. Dass ich da mal so richtige Eiswürfel von keine Ahnung wo hole. Ich weiß nicht, ob man Eiswürfel in irgendeinem Geschäft oder so kaufen kann. Aber müsste ich mal gucken. Also zumindest habe ich das noch nie beobachtet. Aber falls, dann mache ich da irgendwann mal vielleicht Eiswürfel rein, damit ich noch mehr Bier kühl halten kann. Aber zumindest diese Variante jetzt gerade mit diesen vier Kühlblocken oder was das ist, was ich da reingepackt habe. Wisst ihr noch? Diese Plastikdinger, wo hier Eis drin ist, was ich gekühlt habe von meinem Kühlfach. Die haben schon so ein bisschen Arbeit geleistet, dass das hier angenehm ist zu trinken. Bier trinken mit mehr Luxus dran. Um Handy-Akku einzusparen und Handy-Internet, habe ich mir hier eine Landkarte gemalt. Und das hier, das soll Sottrum darstellen. Und hier oben sollte dieser Dönermann sein. Und das sind die ganzen Straßen da. Und ich habe aus Zufall hier am Eichkamp gefunden. Und ich bin jetzt hier in dieser Straße. Das hier ist am Eichkamp und ich sitze jetzt gerade hier auf dieser Scheißbank. Das finde ich voll cool. Das ist jetzt meine Navigation zum Dönerladen, meine Landkarte, die ich mir zu Hause aufgezeichnet habe. Aber bevor ich dorthin gehe, werde ich mir irgendwie eine Gaststätte oder einen Bäcker aufsuchen oder sowas. Weil ich muss unbedingt scheißen. Deswegen werde ich mich erstmal auf der Hauptstraße befinden und dort nach irgendwas suchen, wo ich so richtig an rein scheißen kann. Bevor ich hier diesen Eichkamp da vorne entlang gehe zum Dönermann. Ich habe da vorne eine Aral-Tankstelle gefunden. Und da werde ich jetzt gleich fragen, ob ich mit so einem richtigen Bierschiss diese ganze Toilette so richtig ranzig voll scheißen kann. Mit diesem Bierschissgeruch. Naja, ich war jetzt gerade bei dieser Aral-Tankstelle da vorne. Und ich habe gerade diese Toilette sowas von ranzig voll geschissen. Das müsst ihr euch mal bildlich vorstellen. So, und darauf, dass ich die Aral-Tankstelle mit ganz viel Bierschiss voll gekackt habe. Dass da ganz viel Stieg kommt, weil ich erstmal darauf so richtig ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, ich bin wieder auf dem Weg zu diesem Dönerladen, beziehungsweise, ne, hier vorne ist ein, wie heißt denn das nochmal? Ein Gehweg durch so einen Park. Deswegen laufe ich jetzt durch so einen Park lang. Bevor ich zur Richtung Dönerladen gehe. Mein erster Eindruck zu Sottrum, wunderschön. Ich habe ja insgesamt 15 Umzüge hinter mir. Und zwar die meisten Gegenden, wo ich gewohnt habe, waren auch kleinere Ortschaften gewesen. Und ich muss sagen, hier in Sottrum, die sagen hier alle Moin zueinander. Ich glaube, ich habe heute über 20 Moins schon gehört. Und obwohl wir noch nicht mal 11 Uhr haben. Das erinnert mich irgendwie an ein paar Dörfern, wo ich gelebt hatte, so ein paar Jahre lang. Da hat auch jeder zueinander Moin gesagt. Diese ganzen Moins. Ja, warum nicht, ey? Das ist doch nett. In Bremen, da höre ich kein einziges Moin. Und zwar schon allein von diesem Grund aus, weil das hier irgendwie alles viel familiärer wirkt als in Bremen. Und deswegen würde ich schon gleich von diesem ersten Eindruck her lieber hier in Sottrum leben wollen, als irgendwie in diesen vergammelten Bremen, wo... Weiß ich auch nicht. Also ich fühle mich in Bremen auf jeden Fall schon von Anfang an nicht wirklich zu Hause beheimatet. Und weil ich mich in Bremen irgendwie nicht beheimatet fühle, von der Gegend her, von der unfamiliärischen Gesellschaft, würde ich mal sagen, gehe ich genau aus diesem Grunde ganz oft hier mit so einem Scheißwagen loswandern, um hier andere Gegenden kennenzulernen, die auf jeden Fall viel geiler sind als Bremen. Kleinere Ortschaften, die viel entspannter und viel sympathischer sind. Mit diesen ganzen Moins und sowas. Das ist voll cool, ich mag das. Das erinnert mich an eine Zeit. Also ich könnte mich mit Sottrum auf jeden Fall gut anfreunden. Ne, da vorne ist eine Kirche von Sottrum. Und da wird eine Predigt oder sowas gehalten. Auch schön. Ich gehe, glaube ich, diesen Weg da lang. Mal gucken, was mich dahin führt. Ne, ich habe hier eine Bank gefunden.
Und hier, der ist auf einen Teich zugerichtet. So, jetzt weiter zu gelaufen nach Richtung Dönermann. Und dort diesen Döner zu probieren. Der Hauptgrund, warum ich hier bin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, ist super. Ich bin die ganze Zeit volle Kanne im Kreis gelaufen. Da vorne ist schon wieder diese Kirche. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin bei dieser Kirche, glaube ich. Wo ich vorhin lang gelaufen bin. Und ich werde jetzt einmal nachfragen bei irgendjemandem, wo dieser Berlin-Döner ist. Ach nee, ich werde doch nicht nachfragen, sondern ich werde mal eine mit Mühe gezeichnete Karte befolgen. Und hier ist eine Karte. Und hier ist mein Standort. Und laut meiner Karte soll ich bei Große Straße rein. Und die Große Straße ist hier. Deswegen muss ich, hier ist diese Kirche, wo ich jetzt bin. Und dann werde ich wahrscheinlich hier runterlaufen bis zur Große Straße. Und dann werde ich meine Karte folgen. So mache ich das jetzt. Ne. ich habe diesen Berlin-Döner gefunden. Da, wo Gurkensohn oft seinen Döner fräst. Und weil ich den endlich gefunden habe und diesen ganzen Weg hergemacht habe, werde ich den jetzt probieren und prüfen, wie der schmeckt. Oh Scheiße, wir haben hier 11.30 Uhr oder was das ist. Und dieser Berlin-Döner, der hat hier um 12 Uhr erst offen. Dann muss ich erstmal vorher Bier trinken, bevor das öffnet. Und dann hoffe ich, dass ich dieser Döner probieren kann. Dann werde ich irgendwo eine Bank suchen, hier Bier trinken und dann komme ich wieder zurück, um diesen Döner zu probieren. So, darauf, dass ich hier auf dieser verschmierten Bank rumsitze und ungefähr eine halbe Stunde darauf warte, bis dieser Berlin-Döner da hinten auf hat, werde ich schon wieder ein Bier trinken. Naja, es ist kurz nach 12 und ich gehe jetzt in diesen Dönerladen rein, um da Döner zu fressen. Naja, ich befinde mich vor dem Eingang von diesem Berlin-Döner. Der ist geöffnet jetzt und werde da erstmal Döner kosten. Und das riecht voll cool gerade. Und deswegen werde ich da jetzt erstmal Döner kaufen gehen und diesen ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ne, ich habe jetzt diesen Döner, wo Gurkensohn umgebungsnah meistens seinen Döner fräst, gekauft. Und den jetzt endlich zu probieren. Und zu prüfen, ob dazu mein Favoriten gehört, dieser Döner. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ganz große, voll fett Grüße an dich, Gurkensohn, dass ich diesen Döner hier fräse. Und den mal zu probieren. Endlich fressen. Der Döner, das schmeckt wirklich sehr gut. Hast du gut gesagt, Gurkensohn. Dass dieser Döner voll cool ist. Das schmeckt auf jeden Fall. Das finde ich voll cool, ich mag das. Ich würde sagen, dass der auf jeden Fall erheblich besser ist als die meisten anderen Döner, die ich kenne. Und vor allem besonders in Bremen, da sind ganz viele Dönerläden, die so richtig scheiße schmecken. Aber dieser Döner ist auf jeden Fall ein gutes Level. Ich würde sagen, da kann Soltau meine alte Gegend Döner mithalten. Auf jeden Fall besser als jeder Dönerladen aus Bremen, würde ich sagen, ist dieser Döner hier in Sottrum. Und ich habe da sehr viele Dönerläden abgeklappert. Aber der gefällt mir richtig gut, dieser Döner. Auch dieser Tzatziki, echt lecker. Fleisch ist auch super. Und oh, voll geil, da sind sogar Gurken drin. Finde für meinen Geschmack her sollten etwas größere Zwiebeln rein. Aber sonst gibt es nicht auszusetzen. Das ist wirklich super Döner. Der schmeckt echt gut. Nee. Ich habe gerade diesen Döner aufgefressen. Aber ich würde sagen, dass mir dieser Döner so gut gefallen hat, dass für den Fall, falls ich irgendwann mal wieder nach Sottrum laufen sollte, oder da durch, dass ich auf jeden Fall dort diesen Döner da holen werde. Falls das mal irgendwann der Fall sein wird. Dann würde ich sagen, auf dich, Gurkensohn. Auf das, dass du deinen bevorzugten Dönermann übers Video gezeigt hast. Gut, wenn ich hier... Ich glaube, ich werde dann gleich nach Richtung nach Hause laufen oder so. Mit ein paar Bier trinken und sowas. Gurkensohn, falls du das hier sehen solltest. Ich möchte sehr gerne mit dir mal zusammen ein Video machen.
Nee, ich habe gerade versucht, vor diesem Dönerladen hier Bierpower zu machen, um zu prüfen, ob das ein gelungenes Thumbnail wäre oder sowas. Aber mal gucken, weiß ich noch nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen, was für ein Thumbnail ich erstellen werde. Weil diese Tour hat auf jeden Fall viele Informationen. Ich bin jetzt laut Komoot bei 46,8 km oder was das ist. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause, Bier trinkend. Nee, ich bin schon wieder bei dieser Aral-Tankstelle, wo ich vorhin mit ganz viel Bierschiss, so richtig fett mit viel Geruch dran, diese Toilette voll geschissen habe, diese ranzige Toilette. Das wollte ich euch nur erinnert haben. Wollte auch auf Bier trinken. Naja, bevor ich hier Sottrum verlassen tue, werde ich noch einmal Bierpower machen. Bierpower? Ne, oh Scheiße, ich habe viel zu lange kein Bier mehr getrunken. Und deswegen sitze ich hier auf so einer Brücke oder so und darauf erstmal ein Bier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Ne, ich habe meine verschmierte mit Anuspocken, Eiter, bekleckerte Scheißmusik angemacht, die ich gerne höre. Damit der Bescheid wird, dass ich schon wieder am Musik hören bin. Aber ich finde diese Gegend hier auch voll schön und sowas. Weil es sind irgendwie so eine Häuser, die so wie da aussehen oder so. Überall irgendwie verteilt. Sieht voll entspannt und so naturhaft aus. Das ist voll cool, ich mag das. Ne, oi. Ich hab hier was zu fressen gefunden. Das schmeckt voll cool und säuerlich und so. Das müsst ihr auch mal probieren. Aber auch nur, wenn das hier Fichte oder sowas ist. Ich weiß nicht mehr, wie das andere heißt. Aber das andere sieht ähnlich aus und ist giftig. Aber das hier, das ist Fichte, das kann man voll cool fressen. Und das gibt auch Energie und so. Schmeckt schön süß und baumartig und sowas. Diese, die sind voll cool zu fressen. Oh Scheiße, je weiter ich von Sottrum wegkomme, desto weniger Moins bekomme ich zu hören. Das ist voll scheiße, das gefällt mir nicht. Das heißt, dass ich immer weiter nach Richtung Bremen komme, wo man überhaupt gar keinen Moin hört. Ich glaube, ich habe heute über 30 Moins gehört oder so. Jetzt zur kurz Pause machen, da habe ich mich hier hingesetzt und bin jetzt kurz barfuß, weil hier, weil wegen, wie heißt das doch mal, so langsam Fußschmerzen kommt. Endlich! Und weil wegen Fußschmerzen gekommen, wollte ich kurz meine hier meine Schuhe, wo hier Philastin kommt, ausziehen. Damit ich meine ranzigen Füße hier ein bisschen in der Natur ablegen kann. Weil das ist voll angenehm dann. Und hier, ich bin jetzt laut Komoot bei 53,9 km. Und so sieht diese bisherige Wanderung von dieser Karte aus. Und ich bin da, wo dieser rote Punkt ist. Und ich glaube, ich werde dann über Olten oder so, über Umwege vorm nach Bremen laufen. Mal gucken, ob ich heute nach Hause komme. Es ist jetzt 2:58. So, und darauf, dass ich hier barfuß ein bisschen rumsitze, werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, ich hab mein Shirt ausgezogen, weil wegen voll cool Wetter. Und damit mehr D3 Schepperung zu meiner Haut kommt. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Problem, wenn ihr lange wandert und es zwischen den Beinen scheuert? Ich kannte das bis vor 1,5 bis 2 Jahren überhaupt noch gar nicht. Aber allmählich hat mich dieses Problem nachgeholt. Und zwar liegt es daran, dass ich wegen Kraftsport meine Beine fetter bekommen habe, mit mehr Muskeln dran. Und deswegen weniger Zwischenraum zwischen meinen Beinen ist. Weil meine Beine so fett geworden sind deswegen. Und die meisten Wanderer empfehlen zwar Hirschteig, aber ich habe noch nie Erfahrung mit Hirschteig gemacht. Und deswegen habe ich eine Alternativlösung gemacht. hier, Gesichtscreme. Mit dieser Gesichtscreme male ich meine Eier an weiß. Und wenn ich meine Eier angemalt habe, dann scheuert das nicht mehr so. Dann tut das nicht mehr so doll weh und sowas. Das ist mein Billig-Alternativ-Geheimtipp. Uiuiui, ich fühle mich irgendwie voll platt und sowas. Und ich glaube, ich habe hier eben gerade eine gesamte Stunde Pause gemacht.
Ja, diesem Feld und sowas. Und ich glaube, das liegt hier an diesen Hemelinger, an diesen billigen hier. Weil ich trinke ja normalerweise sonst immer Wickkühler. Und bei Wickkühler geht das alles ganz gut. Aber ich glaube, wegen diesem Hemelinger bin ich irgendwie so schlapp die letzten Stunden irgendwie. Und darauf, dass ich durch diesen Hemelinger so schlapp geworden bin und länger brauche bis nach Hause, werde ich doch ein Hemelinger trinken. Endlich wieder Bier trinken. Ne, Stars. Falls du das hier sehen solltest, ich bedanke mich sehr stark darüber, dass du mir diese Stuhltasche gegeben hattest. Ich habe mittlerweile diese Tasche, die hier an diesem Stuhl dran war, abgemacht. Aber dieser Stuhl, den finde ich voll cool. Für diese Touren wie jetzt zum Beispiel. Da sitze ich sehr, sehr oft drauf. Finde ich auf jeden Fall extrem nützlich und hochwertig. Ne, um gleich noch mehr Energie zu haben, werde ich mir erstmal hier ein Magnesium fressen. Das ist hier Magnesiumpulver oder was das ist. Mit D3 und B12 Vitamin drin. Und dieses Magnesium werde ich jetzt gleich fressen und mit Bier runterspülen. Ich habe diese Magnesium gefressen. So, jetzt weiter zu gelaufen. nach hier Richtung Bremen oder so. Scheiße, ich habe kaum noch Bier. Das wäre voll scheiße. Aber trotzdem werde ich weiterhin doch auf mein Bier trinken. Ich weiß doch nicht, ob ich nach da lang laufe. Oder nach da lang. Oder nach da lang. Aber ich glaube, ich laufe nach da lang. Mal gucken, wo mich das hinführt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh Scheiße, das ist mein vorletztes Bier. Das finde ich voll scheiße. Ich will noch mehr Bier trinken. Aber dafür, dass das mein vorletztes Bier ist, werde ich erstmal schon wieder ein Bier trinken. Gefunden, wo vielleicht jemand draufgetreten hat. Weil hier kalt kommt, habe ich jemand verschissenen Pullover an. Und hier, da vorne steht 5 km bis unten dran. Aber wenn ich hier lang laufe, dann laufe ich diese ganzen nervige Bundesstraße oder wie das heißt. Wo die ganzen nervigen Autos und sowas rumfahren. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich hier vorne diesen Weg da hinten laufe. Das ist ein Umweg nach Euten. Aber Hauptsache, ich habe diesen Krach von diesen ganzen Autos und sowas nicht hier. Ja, deswegen laufe ich diesen Umweg nach da lang. Ne, oh Scheiße. Das hier ist mein letztes Bier. Auf das hier mein letztes Bier ist, werde ich diesen Bier hier erstmal trinken. Erstmal darauf ein Bier trinken. Endlich wieder Bier trinken. Scheiße, das ist das letzte Bier. Das finde ich voll scheiße. Hätte ich mal gestern lieber doch noch einen Sechser gekauft. Nee. Hier, ich bin bei Euten. Und jetzt laufe ich durch Euten lang. Wenn ich durch Euten lang gelaufen bin, dann laufe ich irgendwie nach Richtung nach Hause oder so. Ne, ich glaube, ich werde mir hier so Döner holen und fressen gleich. Bevor ich vor diesen Euten rauskomme. Ne, ich habe ja hier diesen Döner gekauft. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie das schmeckt hier in Euten. Und ich finde das richtig scheiße, dass es so kalt geworden ist, dass ich meine Pullovers anziehen musste. Ich habe jetzt gerade 2 Pullis an und das ist immer noch irgendwie so ungemütlich geworden. Mit dem Scheißwetter, mit dem ganzen Wind und sowas. Finde ich voll fäkalhaft das. So, aber jetzt dieser Döner fressen. Probieren. Oh Scheiße, dieser Döner, der schmeckt richtig scheiße. So richtig typisch Bremer Döner. Also der schmeckt richtig scheiße und lasch und sowas.
als wenn das altes Fleisch und Brot und sowas wäre. Voll richtiger Scheißdöner. Nee. Den kaufe ich nicht nochmal. Ich bin geschmacklich extrem unzufrieden mit diesem Döner hier. Das mit dem Döner von Sotto, den ich vorhin gefressen habe, oder Soltau oder Bisping und so weiter, überhaupt nicht annähernd zu vergleichen. Weil das ja schmeckt richtig scheiße. Nee. Ich hätte zwar eher Bock drauf gehabt, im Umwege vor nach Bremen zu laufen und gegebenenfalls noch eine Nacht irgendwo draußen zu schlafen. Da hätte ich eigentlich voll Bock drauf gehabt, wenn wir so ein Wetter wie heute Morgen oder gestern hätten. Aber die letzte Stunde ist dann irgendwie so kalt geworden und dann auch noch dieser ganze Wind, dieser ganze kalte Wind, der von Norden herzieht. Es wird dann wahrscheinlich morgen auch noch kalt sein. Und weil es die ganze Zeit so kalt geworden ist und so ungemütlich, das tört mich total voll ab irgendwie. noch weiterzumachen. Und deswegen habe ich mich jetzt beschlossen, die kürzeste Strecke über die Bundesstraße ohne Umwege nach Bremen zu laufen bis nach Hause. Weil mich dieser ganze kalte Wind, also wirklich kalter Wind, der kotzt mich die ganze Zeit sowas von ab. Das macht keinen Spaß, irgendwie so rumzuwandern mit so viel Wind und kalt und sowas. Und selbst, ich habe jetzt gerade 3 Pullis angezogen und selbst unter den 3 Pullis spürt man den Wind drin. Und deswegen habe ich mich beschlossen, auch wenn ich Bock hätte, noch mehr Kilometer zu schrubben, gehe ich mal auf dem direkten Weg nach Hause. Und keine Ahnung, vielleicht 3-4 Stunden und dann bin ich zu Hause. Es ist 21 Uhr und ich bin hier bei 68,7 km. So, jetzt weiter zu gelaufen. Nee, ich bin hier vorne bei diesem Bremen oder wie das heißt. Und ich glaube, da ganz hinten ist Osterholz. Und wenn ich nach Dörla gehe, dann komme ich irgendwo zu meinem Stadtteil. Und hier, ich bin 71 km bisher gelaufen. Mal gucken, wie viel km heute noch kommt. Hier, das ist voll hässlich, die ganze Zeit diese verdreckte Bundesstraße hier rumzulaufen. Aber das ist der kürzeste Weg bis nach Hause, deswegen laufe ich die ganze Zeit da rum, wo die ganzen Fahrzeuge und sowas hier Krach machen. Bis ich dann irgendwann zu Hause angekommen bin. Und das nervt voll. Ne. Ich bin hier vorne, wo dieser Mercedes ist. Dieser Autofabrik oder so. Und ich habe mich kurz hier hingesetzt. Weil meine Füße, die tun endlich weh. Das finde ich voll cool. Und guck mal, ich habe fast 75 km gemacht. Und ich bin bald zu Hause. Mal gucken, ob das die 80 überschreitet, aber ich glaube, das wird kurz davor sein, auf die 79 oder so. Bin ich mal gespannt, ob ich die 80 noch hinbekomme heute. Ganz kurze Pause hier und dann Füße erholen lassen, weil wegen voll cool Fußschmerzen. Und dann darf weiter zu gelaufen. Aber nur kurze 5 Minuten Pause vielleicht. Nee. Guck mal, da vorne ist dieser verschimmelte Hohl ab. Da ganz hinten über die nächste Straßenseite. Und da habe ich gestern hier ganz viel Bier gekauft. Und meine verdreckte Aufnahme gestartet. Und weil ich schon wieder hier bin, werde ich meine Aufzeichnung schon wieder beenden. Weil dauert nicht mehr lange, bis ich zu Hause bin. Da würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin. Nee, ich bin wieder zu Hause. Und ich bin eben gerade duschen gegangen und habe meine Klamotten gewechselt. Jetzt bin ich wieder frisch. Und ich muss sagen, die letzten 5 Kilometer, die waren schön sportlich gewesen. Da hatte ich wunderschöne Fußschmerzen gehabt. Das ist voll cool, ich mag das. So, und ich werde jetzt euch doch mal meine Aufzeichnung zeigen. Und die Real-Life-Aufzeichnung sieht so aus. Von Bremen-Hastedt über Bremen-Wahr, Bremen-Oberneuland, Fischerhude, Ottersberg, Stuckenborstel,
Dann habe ich genau hier ungefähr gezeltet und bin danach nach Sottrum gelaufen am nächsten Tag. Danach dem Zelten habe ich mich in Sottrum ein wenig umgeschaut und habe danach diesen Döner gefressen und dann bin ich zurückgelaufen. Über Bassen, Schaphusen, Euthen, Bremen-Osterholz, Bremen-Himmeling und dann wieder zurück nach Bremen-Hastedt. Laut V-Life bin ich 79,7 Kilometer in 27 Stunden und 28 Minuten gelaufen und hatte 1449 Höhenmeter gehabt. So, ich finde, das war wieder eine voll cool Wanderung. Außer dass es am Ende kalt und windig wurde. Aber ansonsten, der Rest war voll cool gewesen. Muss ich demnächst doch mal machen. beim nächsten Mal irgendwann wenn das Wetter voll cool aussieht. Da freue ich mich schon drauf. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, mal wieder draußen geschlafen zu haben. Ich werde gleich diese Videodatei rüberziehen und dann schlafen gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.